So, ihr Lieben, ja, ein weiteres Video dazu, wie du aus deiner göttlichen Selbstperspektive, aus deinem Divine Design die Welt kreierst. Und dazu gehört eben auch, dass du dadurch, was du über dich denkst und fühlst, die Welt dazu bringst, dir das zu zeigen. Das heißt, im Außen zeigt sich immer nur das, was du über dich denkst und fühlst, immer wieder. Und wenn du über dich denkst und fühlst, dass du nicht gut genug bist, dann wird das Außen dir das beweisen. Wenn du über dich denkst und fühlst, dass du einen Fehler gemacht hast, wird das Außen dir das beweisen. Wenn du über dich denkst, du bist jemand, der nicht unterstützt wird, dann wird das Außen dir das beweisen. Und dieses Gesetz ist ein Prinzip. Und dieses Prinzip funktioniert immer. Und jetzt kannst du dir das zunutze machen. Und zwar wie? Indem du einfach mal beobachtest, was im Außen passiert. Und wenn im Außen Dinge passieren, die du nicht möchtest, dann ist es ausnahmslos der Fall, dass du diesbezüglich etwas über dich denkst und fühlst, was ein energetischer Match für diese Situation im Außen ist. Also nehmen wir mal eine Situation her. Und zwar, das Außen zeigt dir, dass es dich nicht respektiert, indem Dinge nicht so funktionieren, wie du sie abgemacht hast, wie du sie abgesprochen hast. Und ja, woran liegt das? Liegt es tatsächlich daran, dass da Menschen im Außen sind, die so böse sind und so bösartig sind? Oder liegt es daran, dass du, durch das du über dich selber denkst und fühlst, dass man deine Grenzen nicht respektiert, dass man das, was man mit dir abgesprochen hat, nicht einhält, dass du ausgeliefert bist, hier kommen wir wieder zu dem Opfertum, und dass du nicht unterstützt und nicht wahrgenommen wirst, nicht gesehen wirst mit deinen Wünschen, dass du quasi überrollt wirst, dass das Außen einfach über das, was du willst, was dir wichtig ist, drüber hinweg bulldozert. Ja, und die einzige einfache Antwort ist, wenn dir solche Dinge passieren, dann liegt es daran, dass du eben glaubst, dass du jemand bist, der nicht respektiert wird, dass deine Wünsche nicht respektiert werden, dass das, was man dir verspricht, nicht eingehalten wird. Und da kannst du jetzt lange rumtun und kannst sagen, ja, die Welt ist so schlecht, die Menschen sind so böse. Warum komme ich immer an so böse Menschen? Warum sind die Menschen so unverpflichtet? Warum halten sie nicht ihre Versprechen ein? Und so weiter und so fort. Aber das ist nicht der Grund. Es gibt kein Außen. Du bist der Schöpfer, der machtvolle Schöpfer deiner Realität. Und dieses Innen, das du kreierst, zeigt sich im Außen. Und was ist jetzt, wenn du im Außen statt, dass du nicht respektiert wirst, dass du nicht unterstützt wirst, dass man das, was man mit dir abspricht, nicht einhält, dass man dich ausnützen will, dass man seinen Vorteil aus dir ziehen möchte, dass man unehrlich ist, all diese Dinge. Wenn du das halt im Außen siehst, dann glaubst du, es einfach, die Welt so ist und dass die Welt so auf dich reagiert. Und jetzt gibt es nur einen Weg raus, dass die Welt anders reagiert, dass du die Welt anders kreierst, musst du bedingungslos, einfach nur, weil du es entscheidest, nicht weil es irgendeinen Grund gibt, sondern du entscheidest, dass du in dein Divine Design gehst und du sagst, nein, 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 ich bin eine Frau, die ist respektiert. Für die wird alles gemacht.
alles, was man mir verspricht, wird absolut hundertprozentig eingehalten. Das ist so für mich und in meiner Welt. Und jetzt kommt das nächste Problem. Weißt du denn, du weißt es eben nicht, wie das ist, wenn du dich darauf verlassen kannst, dass du respektiert und unterstützt wirst. Du weißt es nicht, wie sich das anfühlt. Du kennst diesen Seinszustand noch nicht von dir. Und da liegt die Problematik, dass du auf einen Seinszustand, auf deine Divine Identität so lange bestehst, so lange die fühlst, so lange nicht davon abgehst, dass das ist, wie dein Leben funktioniert, wie man mit dir umgeht, voller Respekt, voller Rücksicht, voll, dass man dich beschenken will. Ja, und das ist auch wieder eins der allergrößten Probleme. Die wenigsten sind in der Lage, sich vorzustellen und zu fühlen und zu denken, dass die Welt da draußen tatsächlich nur existiert, um dich zu beschenken. Kannst du das annehmen? Kannst du das glauben? Und erst wenn du das glauben kannst, weil du verstanden hast, wie Kreation funktioniert, wie die Welt da draußen entstanden ist, wenn du das glauben kannst, dann bist du die, die so lebt und die so einen Raum eröffnet. Und das ist nicht einfach für den Verstand, das einfach zu akzeptieren. Und deswegen braucht es erstens Übung und zweitens Unterstützung. Hier dir diese Zähne, diese Korken, diese Dinge, die du nicht glauben kannst, zu helfen, zu transformieren. Weil erst wenn es dein Verstand gefressen hat, kann es dein normaler Seinszustand werden. Und die meisten, die wenigsten wissen, wie sie ihren Verstand trainieren, dass er einverstanden ist mit der neuen Identität. Ja, da komme ich ins Spiel und helfe dir. Im Moment kannst du dich immer noch anmelden für die Divine Design Business und Leadership Akademie. Und diese Sachen lernen für dich, umsetzen für dich, weil es ist einfach matchentscheidend, wer du bist. Wer du bist in deinem Business, mit deinem Business, wer du bist in deinem Leben, wer du bist, was für Beziehungen du hast zu Kunden und zu Menschen überhaupt, ist matchentscheidend dafür, ob dein Business erfolgreich ist oder nicht. Und die meisten fangen immer an und versuchen sich irgendwelche Fähigkeiten, Hardcore-Fähigkeiten anzueignen, die man scheinbar so braucht für ein Business, sind aber nicht die Person, die ein erfolgreiches Business führt. Und deswegen sind viele Business nicht erfolgreich, weil sie von jemandem geführt oder gegründet werden, der nicht in seinem Divine Design ist, der nicht weiß, dass er absolut ausnahmsloser oder sie natürlich ausnahmsloser Schöpfer von allem ist, was sich im Außen zeigt. Ich hoffe, ich habe dir mit diesem Video geholfen. Abonniere meinen Kanal. Du kriegst hier immer gratis Input. Umsetzen kann ich es aber nicht für dich. Dranbleiben kann ich auch nicht für dich. Kompromisslos sein kann ich auch nicht für dich. Entscheiden kann ich auch nicht für dich. Aber wenn du dich entscheidest für deine Divine Design Reise, weil du weißt, es gibt Erfolg auf allen Ebenen, nicht nur im Business, dann steig ein in die Divine Design Business und Leadership Akademie mit dem großen Ziel, dieses Wissen zu verinnerlichen und weiterzugeben und anderen ein freies, selbstkreiertes Leben mit Glück, Leichtigkeit, Schönheit, Erlebnissen, Spannung, alles, was man sich so wünscht, Passion natürlich, zu kreieren. Denn es ist ein Gesetz, es ist ein Prinzip, es ist das Prinzip, wie unser Leben entsteht, wie wir manifestieren. Dieses Prinzip kannst du nicht brechen, du kannst es nur für dich nützen. Und es wird dir nirgendwo beigebracht, in der Schule, nirgendwo, in der Ausbildung, nirgendwo, egal wie hochkarätig du ausgebildet bist. Dieses Prinzip musst du dir selber beibringen, weil unser Human Design und unser menschliches Denken und unser menschliches Glauben nicht darauf angelegt ist,
hier in die Übermenschlichkeit zu gehen. Aber nur dort ist die Bedingungslosigkeit und nur dort sind deine Wünsche. Also musst du ausbrechen. Und ausbrechen kannst du nur, wenn du weißt, dass du irgendwo sicher und safe landest. Und diesen Raum kann ich dir bieten, wenn du mich lässt. Happy Day, bis dann!